Wie ihr sehen könnt, habe ich das Ganze zweimal vorbestellt. Bedeutet, einmal werde ich das Ganze hier in diesem Video unboxen und euch vorstellen. Und die zweite Box werde ich verlosen mittels Gewinnspiel, was ihr dafür tun müsst am Ende dieses Videos. Gut, JBG 3, das wahrscheinlich heiß erwartetste oder zumindest eines der heiß erwartetsten Alben des Jahres. Das Ganze in einer Steelbox erschienen. Wir werden mal vorab die Plastikfolie abmachen, um uns das Ganze im Detail anzuschauen. Also wir haben hier an der Seite diese Plastiknaht. Es ist ja eine Zeit lang her, JBG, der erste Teil 2009 erschienen. 4 Jahre später dann JBG 2 im Jahr 2013 und jetzt wieder 4 Jahre später, also die Abstände passend, JBG 3 im Jahr 2017. Gut, wir haben hier eine schwarze Steelbox, oben der Schriftzug JBG 3, der hier etwas vertieft ist, also so eingeprägt. Das Ganze in so einer glatten Oberfläche. Ansonsten die Box eher matt gehalten, aber das JBG 3, der Schriftzug, der schimmert echt krass. 16 Aufkleber, klar, weil wir hier auch DVDs, also Filmmaterial vorfinden. Die Box rundum schwarz, dann haben wir hier noch einen Aufkleber. Achtung, es werden Mütter gefickt, inklusive der Credits und eines Barcodes. Die anderen Seiten komplett in schwarz und die Rückseite ebenfalls, oder die Unterseite in diesem Fall. Dann machen wir den Deckel mal ab. Was mir hier noch gut gefällt an dem 16er, dass das wirklich nur ein Sticker ist, ein Aufkleber und das nicht irgendwie aufgedruckt ist. Das heißt, wir können den ganzen dann natürlich entfernen. Dann öffnen wir das mal. So sieht das aus. JBG 3, der Deckel von innen. Und dann kommen wir auch schon zum Inhalt. Also, wir haben hier die Handschuhe. Dann haben wir das Gewinnlos, Code zeige ich euch in dem Fall jetzt nicht, das Tanktop, das Bonusmaterial zu JBG 3 in so einem Digi-Pack, ein JBG 3 Sticker, das dürfte wohl ein Poster sein, das dürfte dann wohl ein Artbook sein, beziehungsweise Lyrics, schauen wir auch natürlich noch rein. Ein Tourflyer bzw. ein Rabattcode und das Ganze dann noch das Album. Hier die Unterseite ist so ein, so ein Stoffeinleger. Das heißt, wir haben, jetzt kommt er natürlich nicht raus, wir haben hier einen Einleger, der mit Stoff beschichtet ist, die Box natürlich aus Metall. Ganze nicht festgeklebt, das heißt, das könnt ihr rausmachen. Hier hat einfach das Album Platz gefunden. Wir machen die Box wieder zu und starten gleich mit dem Hauptteil, mit dem Album. Habe ich in der Form noch nie gesehen. JBG 3 in Metall, in einem Metallcover. Oh, uns kommt auch hier gleich der Inhalt entgegen. Also CD1 und CD2 hier rausgefallen. Also CD1 haben wir das Album, Jung, Brutal, Guter sind 3 und CD2 haben wir die Paragraph 185 EP. So sieht das Ganze aus. Und die Bonus EP beinhaltet ja auch noch meines Wissens 5 Tracks, wenn ich mich jetzt nicht irre. Kein Booklet oder sonst was dabei, wirklich nur dieses Steel Case, dieses Steel Cover. JBG 3 auch hier wieder in dieser Glanzoptik und geprägt. Das schauen wir natürlich nochmal kurz, weil irgendwo brauchen wir ja eine Tracklist. Jawohl. Also hier haben wir in diesem Artbook, das ersetzt quasi das Booklet. Oh, das ist auch mächtig. Das JBG 3 hier geprägt. Also man kann es hier sehen. Cover kennen wir bereits. Das ist auch das Cover von der Standard-Edition, also von dem Standard-Album. Kollege Farid Bang lesen wir hier. Banger Musik und Alpha Music Empire präsentiert. JBG 3.
Dann haben wir hier Tracks aufgelistet, die ersten 5 zumindest, inklusive der Infos, wer daran beteiligt war und wer die Beats produziert hat. Die beiden Herren mit Schutzweste und Schrotflinten und Corvette im Hintergrund. Weitere Fotos von Boss und Banger und natürlich weitere Tracks. Ich muss ehrlich sagen, von der Tracklist, meine Favoriten sind einmal Track Nummer 10, Jung, Brutal, Gut Aussehen 2017. Und der war schon da vorne, Track Nummer 4, Rap wieder Rap. Und mein dritter Favorit, der kommt wahrscheinlich dann erst später, oh, Kollege hier im Walking Dead Stil mit der Metall, ja, mit dem Stacheldraht um den Metall-Baseballschläger gewickelt, à la Negan, Farid genauso. The Walking Dead lässt grüßen. Dann haben wir hier noch 4 weitere Tracks und diesen Track fand ich auch extrem älter, brutaler, skrupelloser, also das Outro, speziell wegen dem letzten Part, wo die beiden einfach so ein bisschen ihren Werdegang mit JBG bzw. ihre Zukunft schildern. Dann haben wir die Paragraph 185 EP, wie gesagt, 5 Tracks. Von diesen 5 Tracks, Drecks Job, mein Favorit. Weitere Aufnahmen von Kollega und Farid. Und dann hier nochmal zum Abschluss die Credits und auch hier nochmal die Cracklists. Sehr schön. Also, auf jeden Fall ein hochwertiger Ersatz für ein Booklet, nachdem es kein Original-Booklet in dem Album gibt, hat man das hier über dieses Artbook, über dieses größere Booklet gelöst. Gefällt mir richtig gut. Dann haben wir hier einen Tourflyer. Kollege und Farid Bang, JBG 3 Tour. Checkt die Dates, schaut vorbei. Und dann haben wir hier auch noch einen Rabattcode. Könnt ihr natürlich gerne einlösen, sowohl im Banger Store als auch im Alpha Music Store. Ein Sticker, JBG3 Sticker, in weiß, schwarz und rot gehalten, im Querformat. Sehr schön. Auch wenn meiner hier leicht eingeknickt ist, aber das verkraft sich gerade noch. Dann haben wir das Bonusmaterial zu JBG3. Und zwar sind das die DVDs bzw. die Instrumentals. Also wir haben hier einmal die Instrumentals, so sieht das aus, Instrumentals, also die CD3, auch in dieser Schwarz-Rot-Optik gehalten. Dann haben wir die DVD Nummer 1 und diese nennt sich Loyalität ist mehr als ein Wort. Und dann haben wir noch eine zweite DVD und diese nennt sich Road to JBG3, die Entstehung. Also, jede Menge Filmmaterial. Die beiden haben ja schon während ihrer Promophase sehr viel Video-Content, sehr viele Blogs rausgehauen. Hier haben wir noch den Dreier von JBG3. JBG3 Bonusmaterial lesen wir hier noch. Und dann hier noch mal die Inhalte aufgelistet. Auch wieder der Hinweis, Achtung, es werden Mütter gefickt. Das Ganze in einem schwarzen Digipack. Gefällt mir richtig gut. Dann haben wir dieses kleine Kärtchen hier. Wie gesagt, dieses beinhaltet den Bonuscode. Registriere dich mit deinem Code bis zum 12.12. Nimm am JBG3 Gewinnspiel teil. Alles klar. Werde ich da mal schauen. Das Gewinnspiel ist ja echt heftig. Also es gab ja, was heißt es gab? Es gibt 2 Mercedes C63 SAMG und 2 Rolex Daytona. Nein, nicht Daytona, 2 Rolex Datejust. Ja, 2 Rolex Datejust 2. Hat man die Möglichkeit eben, eine der beiden Rolex oder eine der beiden Mercedes zu gewinnen. Dann haben wir hier noch ein Poster, Kollege Farid Bang, Banger Musik und Alpha Music präsentiert. Alpha Music Empire präsentiert. Jung, Brutal, Gut Aussehen 3. Auch hier wieder die beiden in Schutzweste. Und dann hier nochmal mit den Nagelkeulen, Kollega und Farid Bang, JBG3. Also, sowohl das Hochformat als auch das Querformat hat auf jeden Fall was. Ich muss ehrlich sagen, ich würde das Hochformat bevorzugen in diesem Fall. Schönes Poster, nicht so groß. 2 Top-Motive in meinen Augen, kann man sich auf jeden Fall gut aufhängen. Dann haben wir die JBG3 Handschuhe. So sehen die aus, JBG3. Wir haben hier so eine rutschfeste Oberfläche
und an den Fingerspitzen so einen speziellen Stoff, also speziell Daumen und Zeigefinger hier verstärkt, damit man auf dem Handy, auf einem Touchscreen auch mit diesem Handschuh arbeiten kann. Also ihr kennt das ja, wenn man reguläre Handschuhe benutzt, reagiert das iPhone oder ein Touchdisplay nicht. Allerdings mit dieser Beschichtung hier kann man dann auch gut mit diesen Handschuhen am Handy arbeiten. Ne? Ich werde mal kurz reinschlüpfen, ob es von der Größe her hinhaut. Es ist natürlich immer so eine Sache, Einheitsgröße, aber ich muss sagen, die passen sehr gut, fühlen sich gut an. Jawohl, also kann man gut tragen und auch ohne die iPhone-Tauglichkeit einfach extrem schöne Winterhandschuhe. Hier der JBG3 Schriftzug, so in schwarz glänzend und rotem Dreier. Jetzt würde mich nur interessieren, ob wir hier einen Zettel oder irgendwas vorfinden bezüglich des Materials. Okay, hier haben wir nur einen Hinweis, M bzw. L. Schauen wir noch kurz in den anderen Handschuh. Nein, auch hier nur ML. Egal. Auf jeden Fall schöne Handschuhe. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Boxinhalt. Das ist in diesem Fall ein Tanktop, passend zu den beiden Herren, nachdem die ja den Fitness-Trend nach wie vor hochhalten. JBG3 erinnert mich sehr stark an Army of Two in diesem Fall. Also wer das kennt, das Videospiel Army of Two, diese Masken lassen mich auf jeden Fall sehr stark daran erinnern. JBG3, also auch hier lesen wir wieder Banger Musik und Alpha Music präsentieren, Kollege und Farid Bang, JBG3. Dann die beiden Herren hier mit diesen Masken. Wir haben auch einen Neckprint. JBG3 lesen wir hier am Nacken, am Rücken. Und wir haben, okay, wir haben kein Etikett hier im Nacken. Jetzt würde mich natürlich interessieren, ob wir hier noch einen Zettel eingenäht haben, unten an der Seite. Jawohl, haben wir. Und zwar lesen wir hier JBG3. In diesem Etikett steht JBG3 und dann haben wir hier noch 100% Cotton made in Bangladesch. Alles klar, also 100% Baumwolle made in Bangladesch. Grüße gehen raus. Wir schauen uns das Tanktop nochmal kurz im Detail an, wie das Ganze getragen aussieht. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also, wir haben hier den großen JBG3 Schriftzug. Darüber lesen wir Alpha Music und oder Banger Musik und Alpha Music präsentieren. Kollege und Farid Bang. Hier die beiden Herren mit den Masken. Und das Ganze eben in schwarz gehalten. Gefällt mir richtig gut. Kann man auf jeden Fall gut tragen und mit den entsprechenden Caps kombinieren. Ja, schönes Tanktop. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Tanktop JBG3. Die beiden Handschuhe, Touchscreen tauglich. Das Poster doppelseitig bedruckt, einmal im Hochformat, einmal im Querformat. Das JBG3 Bonusmaterial im Digipack inklusive Instrumental-CD und der beiden DVDs. JBG3, der Sticker im Querformat. Der Tourflyer mit dem Rabattcode, ja, sehe ich jetzt nicht wirklich als Boxinhalt, aber so als kleine Zugabe. Das Artbook bzw. Booklet zum Album. Das Album an sich in diesem Steelcase JBG3 inklusive Bonus-EP. Und dann haben wir noch den zusätzlichen, also den Gewinncode für das Gewinnspiel. Das alles in dieser wunderbaren Box, JBG3 von Kollega und Farid Bang. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es mir in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Kollega und Farid unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Bevor wir das Ganze jetzt beenden, kommen wir natürlich noch zum Gewinnspiel. Wie am Anfang angekündigt, die zweite Box, die bleibt hier original verschlossen, die könnt ihr gewinnen. Alles, was ihr dafür tun müsst, einmal zum ersten diesen Kanal abonnieren, also Unbox Kings abonnieren, einen Kommentar hinterlassen mit eurem Lieblingstrack bzw. eurer Lieblingsline, können natürlich auch mehrere sein, vom Album von JBG3. Und die dritte Bedingung, die ihr erfüllen müsst, ist, ich werde das Foto, also den Boxinhalt, werde ich per Foto auf Instagram hochladen, auf dem Profil von Unbox Kings natürlich, und dieses Foto einmal liken.
Und wie macht das Ganze dann am meisten Sinn? Also, ihr liked das Foto auf Instagram, also das Foto des Boxinhalts, und postet dann auf YouTube, wenn ihr eure Lieblingsline oder euren Lieblingstrack, wenn ihr den kommentiert, dann postet ihr auch euren Instagram-Account dazu. Also einfach den Namen, unter dem ihr das auf Instagram geliked habt, einfach, dass ich das zusammenführen kann, damit ich weiß, okay, es wurden wirklich alle drei Bedingungen erfüllt. Sobald das geschehen ist, nehmt ihr natürlich an dem Gewinnspiel teil. Wir haben heute den 1.12., bedeutet am 1.1. werde ich das Ganze dann auflösen. Das Gewinnspiel geht über 4 Wochen und unter allen Teilnehmern, die diese drei Bedingungen erfüllt haben, wird die JPG3 Steelbox verlost und dann natürlich auch an euch versendet. Gut, das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.